Im Ernstfall, wenn es brennt, sind sie in 5 Minuten parat. Der Benno Hörler und seine Kollegen sind in der Milizfeuerwehr der Gemeinde Pfeffers. Um einen grösseren Schaden zu verhindern, zählt jede Minute. Die Verbindungsbrücke auf die andere Talseite wird ihnen die Arbeit erleichtern. Bisher hat er eine halbe Stunde gebraucht, um auf die andere Talseite zu kommen. Das Ziel ständig in Sichtweite. Ja, es ist natürlich als Feuerwehrmann vielleicht nicht so ein angenehmes Gefühl. Weil man will ja möglichst schnell vor Ort sein und die Leute dort auch unterstützen können. Das ist halt einfach das Gefühl. Und hast das Gefühl, die Zeit geht einfach nicht um. Das sind elend lange Minuten, oder? So ist es ihm auch vor rund 5 Jahren gegangen. Das Valenz auf der anderen Talseite hat die Kille gebrannt. Ja, dann 2012 war es am Abend um 11 Uhr. Wir sind dann von hier rübergefahren und mussten natürlich hinten rum. Schon bei der Anfahrt haben wir natürlich eine Viertelstunde lang gesehen, wie die Kirche schon lichterloh brennt. Die neue Brücke ist für ihn darum ein Segen. Pressiert wieder mal, weiss er, dass er jetzt den Bewohnern auf der anderen Talseite schnell helfen kann. Ein sicherer Weg. Das ist auch für die 400 Leute wichtig, die in der Reha-Klinik zu Valenz arbeiten. Weil die Strasse von Bad Ragaz zu Valenz in einem Rutschhang liegt, haben sie jetzt mit der Brücke Zufahrt, die auch im Winter sicher ist. Auf die erste Fahrt über die Brücke freuen sich aber auch die Martina Ueli und ihre Schulgespänli. Sie wohnen in Sichtweite von der Schule, aber auf der anderen Talseite. Wenn die Brücke offen ist, ist der Bus verpassen keine Ausrede mehr. Nein, ich glaube, die gilt aber jetzt nicht mehr. Nein. Jetzt ist doch der Weg kurz genug, um es auch zu Fuß oder mit dem Velo rechtzeitig zu schaffen. Ja. Noch fahren Jan, Nick und Martina Ueli für den Schulweg jeden Tag 2 Stunden Postauto. Weil sie bis ans Ende des Tal kehren müssen, machen sie so jeden Tag gut 40 km Weg. Mit der Brücke können sie die Zeit sparen. Mit dem Velo brauchen wir nur etwa 10 Minuten über. Und sonst bräuchten wir eine halbe Stunde und man kann natürlich länger schlafen. Jetzt kann ich danach auch mit über die Brücke mit den Kollegen auf Pfeffers shooten. Ich muss nicht mehr unten herumfahren. Die Brücke vor der Haustüre bringt dem Jan Nick, also nicht nur die Schule, sondern auch seine Gespänli näher. Am freien Nachmittag werfen sie einen Blick auf die Festzelte, die für das Einweihungsfest vorbereitet werden. Ein Fest, wo alle Kollegen, auch die von der anderen Talseite, für einmal einen kurzen Heimweg haben werden.